Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal soll es wieder über Bienen gehen, und zwar darum, was die Bienen jetzt im Januar, speziell in diesem Januar 2020, der ja doch einige Besonderheiten hat, wie es da aussieht. Wenn euch das Video gefällt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ja, heute ist schön sonnig. Ne, es kommt gerade wieder der Nebel, aber wir hatten richtig schön blauen Himmel. Auch relativ kalt für diesen Januar. Also der Januar in diesem Jahr, also im Jahr 2020, zeichnet sich ja bei uns durch eine unheimliche Wärme aus. Ne? Also wir sind jetzt in der dritten Januarwoche, und es ist, glaube ich, die erste Woche, wo wir mal 3, 4 Tage hintereinander Nachtfrost hatten. Also so -4 bis -6, 7 Grad. Das hatten wir sonst diesen Januar nicht, gerade das Gegenteil. Also wir hatten Spitzen von 15 Grad. Also wir hatten eine Woche, die war, glaube ich, fast durchweg wärmer wie 10 Grad. Dementsprechend ist bei den Bienen auch relativ viel passiert. Haselnuss blüht. Die Bienen sind im Prinzip schon eine Woche geflogen, haben richtig Pollen geholt. Und ja, wir hatten relativ große Brutnester haben. Also heute ist wieder, wie gesagt, relativ kalt. Also wir haben auch jetzt noch Frost, auch am Mittag, was ja eigentlich schön ist und auch richtig für diese Jahreszeit. Man sieht es auch hier am Dach hier hinten. Endlich mal kalt. Was man bei so einem Wetter auch super gut sieht, sind, wie gut sind meine Bienenstandorte. Ne? Also wenn man jetzt hier das mal anschaut. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber man sieht jetzt genau, wo der Reif liegt, und dementsprechend ist halt da kalt oder warm. Und da sehen wir am Bienenstand ja schon massive Unterschiede. Also wir haben ganz klar hinten Schattenseite, da liegt durchgehend Reif, ne, bei jedem Bienenkasten. Und wir haben die Vorderseite, da haben wir, sehen wir zum Beispiel hier, mittig eine richtige Einbuchtung, wo es einfach offensichtlich deutlich kälter ist, wo der Reif liegt. Und das ist eigentlich auch immer die Jahreszeit, der Januar, Februar, gerade solche Wetterlagen, wenn man schöne Nachtfrost hat. Und dann kommt die Sonne raus, um zu schauen, wo sind meine Bienenstandorte, wo ist kalt, wo ist warm. Das mache ich. Oder so schaue ich nach meinen Bienenstandorten und wähle die dann letztendlich aus. Und ja, wie gesagt, hier sieht man jetzt zum Beispiel beispielhaft, dass man hier, was man vielleicht gar nicht so denkt, wenn man den Bienenstandort im Sommer anschaut, weil gerade hier, wo dieses kalte Loch ist, ist eigentlich der hellste Platz. Ne? Also das ist manchmal ganz überraschend. Aber zurück zu den Bienen. Die werden jetzt zum Teil schon relativ große Brutnester haben. Und es wird diesem Jahr, wird es bedeuten, man muss wirklich mit dem Futter, glaube ich, also ich zumindest, der ja immer ein bisschen knapper einfüttert, oder nicht knapper, aber ich fütter jetzt nicht 20 Kilo pro Bienenvolk ein. Da muss man unheimlich aufpassen. Und zwar, man muss auf zwei Seiten muss man aufpassen. Zum einen ganz klar die starken Völker, ne, die brauchen ja natürlich mehr Futter, aber man muss bei solchen Wettersachen auch aufpassen bei den schwachen Völkern. Aber bei den schwachen Völkern passiert Folgendes: Sie brauchen in Masse nicht viel Futter, aber die schwachen Völker legen natürlich auch ein Brutnest an oder haben schon angelegt. Und jetzt wird es kalt, jetzt wird es vielleicht auch noch mal richtig kalt, das heißt, die Völker ziehen sich zusammen. Und die Brut außenrum friert nochmal ab, und es fehlt einfach dieser Anschluss zum Futter. Und da sind, aus meiner Erfahrung, sind schwache Völker unheimlich gefährdet, bei solchen schwankenden Temperaturen oder warmen Phasen im Winter und dann wieder kalt,
dass die den Futteranschluss verlieren. Die starken Völker, das ist jetzt noch kein Thema, das ist dann eher im März ein Thema, aber bei diesen schwächeren Völkern ist es einfach unheimlich wichtig, das im Auge zu behalten. Wie kann man das feststellen? Unheimlich schwierig, oder nicht? Unheimlich schwierig, aber nicht ganz so einfach, weil nur durch das Anheben von der Bienenbeute merke ich es ja nicht. Das Gewicht ist ja da, das Futter ist da, es ist nur eben nicht am Bienensitz. Und diese schwachen Völker, die relativ klein sind, tun sich halt auch viel schwerer, an den Futterbereich zu kommen, der nicht direkt an der Wintertraube ist. Ist ja logisch, es sind ja weniger Bienen, die Oberfläche der Kugel ist viel kleiner. Also, und da hilft eigentlich nur schauen. Man kann versuchen, an relativ warmen Tagen, oder wenn man mal wieder einen warmen Tag hat, von oben reinzuschauen, also nur den Deckel anzuheben, reinzuschauen, wo sitzt die Traube, wo ist das Futter. Oft kann man da schon erkennen, wie die Lage so prinzipiell aussieht. Und wenn man sich total unsicher ist, muss man halt wirklich diese Waben auseinandernehmen. Und das mache ich eigentlich gar nicht. Eigentlich mag ich das gar nicht. Da will ich schon über 10 Grad haben, dass ich sowas mache. Mindestens, weil die Biene, die runterfällt, die muss auch wieder zurückkommen, die darf nicht verkühlen. Aber ich meine, es ist halt auch problematisch, wenn das Bienenvolk einfach diesen Futteranschluss verliert und dann letztendlich verhungert. Und das sind einfach die Sachen, die ich mache momentan oder die ich, machen tue ich sie nicht. Aber ich habe sie im Hinterkopf, dass ich sie demnächst mache oder auf jeden Fall ein Auge drauf habe. Ich habe ja auch den Vorteil jetzt bei mir, ich habe ja, ich glaube, 7 Völker auf Wagen stehen und da habe ich nicht nur Schwache draufgestellt, sondern nicht nur Schwache. Die habe ich nicht rausgesucht. Also habe ich jetzt nicht gesagt, nur starke Völker, nur schwache Völker, sondern die habe ich einfach völlig wahllos da draufgestellt. Und mir dann angeschaut, wie ist so die Volksstärke, wie ist der Zustand und mir das ein bisschen notiert. Aber so einen ganzen Querschnitt. Und da muss man sagen, da haben wir im Januar schon relativ viel Futter verbraucht. Ich meine, das ist überall wahrscheinlich unterschiedlich in Deutschland oder auf der Welt. Aber ich habe festgestellt, dass wir diesen Januar relativ viel Futter verbraucht haben. Wahrscheinlich, weil halt schon viel Brut gepflegt wird. Es ist auch unheimlich Pollen gesammelt worden. Also an Tagen, da ist richtig, richtig Pollen gekommen schon. Der Raps ist bei uns auch schon richtig groß, durch diesen warmen Winter. Also das wird noch interessant, was da so im Folgejahr passiert. Flugloch, klar, jetzt sind sie dauernd geflogen im Prinzip, weil regelmäßig ist gut für die Kotblase, regelmäßig entleert. Das Flugloch verstopft nicht, der Totenfall ist meines Erachtens in diesem Jahr wirklich gering bisher. Aber der Februar ist ja auch, wie gesagt, normal noch der kalte Monat. Ja, also da werde ich irgendwann mal schauen müssen. Momentan, wie gesagt, man hat ja auch ein paar andere Aufgaben noch. Wir pflanzen jetzt relativ viele Obstbäume gerade. Und was halt auch noch, ich gehe ein bisschen einfach in die Sonne, dann ist mir auch wärmer. Vielfältige Tätigkeiten, gerade wenig an den Bienen. Aber das ein oder andere steht dann auch an. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare nochmal, ganz gerne. Und auch vielen Dank an alle, die im letzten Video, ich verlinke es da nochmal, zu meiner Wanderkarre, wo wir da mit Tipps und Tricks unterstützt haben. Also das hat mich wirklich gefreut. Da kam wirklich die ein oder andere Denkanregung und ich bin gerade wirklich dabei, das ein bisschen anders zu denken, wie ich es vorhatte, dank euch. Also da nochmal vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Hoffe, dass das ist doch ein super cooles Wetter, kalt und Sonnenschein. Ich meine, wie gesagt, es kommt wieder gerade dieser Nebel, aber das ist doch eigentlich ein schönes Wetter. Also in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen und hören uns. Und ich freue mich. Bis